Ja, hallo ihr Lieben, Christian Hischemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Gleich kommen wir zu dem wirklich super spannenden Thema. Was ist eigentlich der Unterschied? Was sind auch die Gemeinsamkeiten von jemand, der so narzisstisch ist und jemand, der so krass bindungsängstlich ist? Da gibt es, glaube ich, ganz viel Verwirrung. Aber es ist auch Zeit, Danke zu sagen, weil ich habe jetzt praktisch 10.000, das ist echt unglaublich, von meinem wichtigsten Kurs Umprogrammierung des Liebeschips verkauft in, glaube ich, jetzt 7-8 Jahren. Deshalb über Ostern haue ich mal 100 von diesen Kursen raus für den alten Preis, was praktisch die Hälfte ist. Also das wäre beim Umprogrammierung des Liebeschips statt 97, 49 Euro und Modul 2 betrifft das Gleiche und die Kombi von Modul 1 und Modul 2 auch das Gleiche. Insgesamt 100 Kurse über Ostern. Also ihr braucht diesmal auch keinen Code. Ich werde das auch nochmal entsprechend kennzeichnen auf meiner Webseite, dass es jetzt vergünstigten Osterpreise sind. Braucht keinen Code, die werden direkt reduziert. Allerdings nur, wie gesagt, für maximal 100 Kurse. Ich glaube, das ist auch dann zu sehen, wie viele noch da sind. Und nur für die Osterfeiertage. Wer es noch nicht hat, einmalige Gelegenheit einzusteigen und auch ein Danke von mir. Ja, genau, dann legen wir mal los. Also wo ist das Problem da eigentlich, ne? Also erstmal können, wenn du mit jemandem zusammen bist, der irgendwie emotional verschlossen ist, führt das eben leicht, dass man so in Pluspol gerät und in diese Liebessucht kommt, in diese Böse. Und das ist manchmal schwer auseinanderzuhalten, weil du kannst in Liebessucht kommen und jemand, der einfach nur mauert irgendwie, der einfach nur, weiß ich nicht, Mauern aufbaut und dann kommst du nicht ran und es gibt alle möglichen Probleme und plötzlich ist er weg. Oder du kannst in jemanden kommen, der so, jetzt nicht von der klinischen Diagnose her, aber so, sag ich mal, vom Charakter her so sehr narzisstisch geprägt ist. Und das kann manchmal so ähnlich rüberkommen, dass man so verwirrt ist. Es gibt trotzdem gravierende Unterschiede, auch wenn beide einen die Liebessucht treiben können, auch wenn beides einfach, wie man so sagt, maladaptive Strategien sind in der Beziehungsgestaltung, gibt es trotzdem große Unterschiede und vielleicht löst das auch so Verwirrungen auf, die es so gibt, war das jetzt ein Narzisst oder wie auch immer, was man überhaupt machen kann, da kommen wir dann am Schluss zu, aber erstmal vielleicht, was sind denn eigentlich die Gemeinsamkeiten so, ne? Es sind ja sehr unterschiedliche Charakterzüge. Du kannst eher so ein co-abhängiger Typ sein und trotzdem so krass bindungsängstlich, ne? Oder so in die narzisstische Ecke gehen. Also wenn es da irgendwas noch mehr Bedarf gibt, guck mal in mein Modul 4 rein, Co-Abhängigkeit und Bindungsangst. Aber das nur am Rande. Was sind die Gemeinsamkeiten? Also beide sind sehr sensibel, was so Scham und Kritik angeht. Also wenn du die kritisierst, ist gibt es 1000 Probleme, sehr gekränkt oder wird zurückgeschossen ohne Ende. Gleichzeitig sind das aber beides Typen, die auch selber super gern kritisieren. Ich sage ja immer, eins der ersten Symptome ist manchmal schon auf dem ersten Date oder auf dem zweiten, auf dem dritten, dass man irgendwie kritisiert wird für die Kleidung oder für irgendwas. Warum? Um Abstand zu schaffen, weil beide, auch Menschen, die so narzisstisch sind, sind auf eine Art sehr bindungsängstlich. Also beide wollen keine intime Nähe haben, wirklich. Manchmal der Pluspol aber auch nicht, deswegen begibt man sich in diese Beziehung. Aber da gibt es eine große Ähnlichkeit und beide schaffen eben über diese Kritik auch entsprechenden Abstand. Dann vermeiden beide auch Verletzlichkeit, also sich wirklich, ja, ist ja gerade logisch, ne, weil wenn man sich verletzlich macht, also wenn man sagt, wie man sich wirklich fühlt, wenn man sich öffnet, das erzeugt ja unweigerlich Nähe, das will man ja gerade nicht. Da sind sie auch relativ gleich. Beide wirken auch sehr um sich selbst drehend, aber da kommen wir jetzt auch zu den Unterschieden aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also beide wirken vielleicht manchmal so ein bisschen egozentriert, sag ich mal, oder sehr auf die eigenen Bedürfnisse zentriert. Das kommt aber aus unterschiedlichen Motiven. Also bei jemand, der einfach, Anführungsstrichen, nur bindungsängstlich ist, ist es einfach die Angst, die Unabhängigkeit zu verlieren, ne? Die Angst, wieder in so eine Abhängigkeit zu geraten, was vielleicht in der Vergangenheit assoziiert war mit Schmerzen in der Beziehung, Beziehungen, die fehlgelaufen sind, Beziehungen, die schrecklich gescheitert sind und man will sich einfach nicht mehr abhängig machen und man bleibt immer so ein bisschen cool, immer so, nee, also ich verliebe mich nicht mehr richtig, mich kannst du nicht kriegen, ich weiß immer wieder, wo die Tür ist, wo der Ausgang ist, ich werde immer so nur bis zu dem Punkt gehen, wo ich auch
leicht mich wieder rausbewegen kann aus der Beziehung. Also es ist eher so ein bisschen angstgesteuert und ja, einfach geht es um so einen Schutz. Während derjenige, der eher narzisstisch geprägt ist, der macht das wirklich so aus Ego und Stolz und aus Machtspielchen. Also das ist wirklich so ein, sag ich mal, echter Egoismus. Ja, dass man einfach nur seinen blöden Spielchen spielen will und die Puppen tanzen lassen will und so am besten riesen Chaos generieren will. Da kommen wir auch schon zu den größten Unterschieden. Dass eben, genau, der bindungsvermeidende Typ macht es aus Selbstschutz. Der, sag ich jetzt mal so bummelig, Narzisst, die Begriffe wird es ja eh bald nicht mehr geben, aber der so halt geprägt ist, der hat wirklich eine Intention. Der hat häufig eine Intention, wirklich Unheil anzurichten. Warum auch immer, es ist natürlich auch nicht besonders emotional reif, sag ich mal. Der möchte Macht ausüben, der möchte Spielchen spielen, der möchte die Puppen tanzen lassen. Der zieht daraus irgendwie so eine dunkle Form von Bestätigung, ne? Dass er so der große Puppenspieler ist und alle laufen nach seinem Plan und ah, guck mal, wie cool ich bin und wie geil und was für ein toller Typ ich bin und ich hab's voll drauf und also diese Selbstüberschätzung auch. Und genau, und Narzissten brauchen eben auch so dann diese ständige Bestätigung. Ne? Das ist ja, wenn man so narzisstisch geprägt ist, das ist, einer ist nie genug, am besten noch jemand schreiben, noch hier ein Sexchat, noch eine Affäre nebenbei laufen lassen, ständig flirten, ständig, auch wenn du dabei bist, ständig werden Leute angemacht oder lässt sich anmachen. Und ja, während der Bindungsvermeider, ja klar, alle wollen ein bisschen Bestätigung haben, aber der will das eigentlich gar nicht. Ne? Der will gar nicht so viel im Fokus stehen, weil das nervt ihn nur, ist ihm alles zu viel, der will seine Ruhe haben, der will seine Unabhängigkeit haben, der will gar nicht so verwickelt werden. Also das ist wirklich ein riesen Unterschied. Und deshalb vermeidet der Bindungsängstler auch eher Konflikte, weil das wird einem irgendwie noch mehr reinziehen und dann ist noch mehr, hängt man da irgendwie drin und muss das lösen und hat nicht seine Ruhe. Während der Narzisst liebt Konflikte, der liebt es, so zu triangulieren, also was weiß ich, du denkst, bist in einer Beziehung mit dem, plötzlich taucht die Ex wieder auf oder nee, ich habe mich in diese Person verliebt und was machen wir jetzt und plötzlich ist hier wieder jemand, der auftaucht und plötzlich gibt es wieder irgendwelche Chats, die auftauchen und was weiß ich, oder werden Lügen bei dich verbreitet, um noch mehr Chaos zu stiften. Also narzisstisch geprägte Menschen lieben wirklich, dieses, sind so dramasüchtig, ne? Auch ein Riesenunterschied. Ich glaube, das ist auch relativ deutlich. Und dieser Wunsch nach Macht und Kontrolle geht eben auch so weit, dass du so isoliert wirst und auch entwertet wirst. Das, klar, also ein Bindungsängster, der kritisiert auch, um Distanz herzustellen. Der hat aber nicht so dieses Intentionale. Ne? Ja, was kann man da machen? Das war jetzt wirklich nur für eure Ratio. Letztlich geht es immer darum zu gucken, was sind meine Beziehungsziele? Ihr müsst nicht jemand anders diagnostizieren. Du hast, kann jemand sehr distanziert sein und trotzdem nicht narzisstisch, oder? Das möchte ich halt immer sagen. Und aber letztlich ist egal, ihr müsst da nicht reingucken. Ihr habt eure Standards und Dealbreaker. Das ist ja auch in meinem Modul 1. Holt es euch für wirklich einmalige Osterpreise jetzt. Und ja, das wird es auch so, also vielleicht wieder in 10.000, aber es wird es so garantiert nicht wiedergeben. Guckt euch da rein, das alles erklärt, auch diese ganze Dynamik von Pluspol und Minuspol, was kann man da machen, wie kann man die ersten Schritte rausfinden, wie kann man sein Beuteschema verändern. Aber letzten Endes, genau, versucht ihr das Koordinatensystem in euch zu legen, dafür braucht man dann entsprechend Trennungskompetenz, ein gewisses Selbstbewusstsein, das muss man halt notfalls entwickeln, wenn man es noch nicht hat, auch ein nice, geiles Leben am besten, dass man was anderes hat neben der Beziehung. Dass man sein eigenes Koordinatsystem setzen kann, was man sagen kann, ja, was auch immer du jetzt bist, also das sind meine Grenzen, ne, und das lasse ich nicht mit mir machen, so, ne, also so wichtig ist mir eine Beziehung einfach nicht, so wichtig ist mir verliebt sein nicht, so wichtig ist mir nicht, dass du vielleicht gut aussiehst oder einen hohen Status hast. Ich setze dir ganz klar meine Grenzen, meine Standards, und es gibt Dealbreaker, wenn du die reißt, dann bin ich weg. Ob du nun bindungsängstlich, narzisstisch bist oder zu viel Kanarienvögel hast, spielt alles keine Rolle, ne, das ist ja letztlich immer der Ausweg, den wir hier predigen. Guck doch mal rein in mein neues Buch, Langzeitbeziehung. Hab gerade auch wieder spannende Sachen gelesen, aber dazu mal was in einem
anderen Video, würde ich sagen. So, hoffe, es war verständlich. Sonst schreibt eure Fragen oder Anmerkungen in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.